Wetter. Carino macht den Kamin an. Es ist minus 1 Grad heute draußen. Hat der Bernd erzählt. Der war nämlich in der großen, weiten Welt genau, spazieren. Ja, aber du warst draußen, wir waren ja noch nicht draußen. Guten Morgen. Willkommen in einer neuen Woche. Es ist Montag. Ja, das schöne lange Wochenende ist leider wieder vorbei. Bernd hatte ja Freitagnachmittag frei, Samstag frei und Sonntag frei und heute ist vorbei mit frei. Heute ist vorbei mit frei. Genau. Plan des Tages, wir haben keinen Plan des Tages. Doch, wir machen heute die Anträge. Stimmt, ich gehe nachher zum Bernd im Laden, wir machen die Anträge, habe ich ganz vergessen wieder. Ja, das können wir ja dann am Nachmittag machen, weil Calvino... Also machen wir das heute? Ja. Oder, Kalle? Die Anträge für Ungarn, dass wir nach der Schule zu Bernd in den Laden gehen und das zusammen alles da machen für Ungarn. Und was muss ich da machen? Mit dabei Kopf, sein. Dabei sein. Yay! 13 Grad, 14 ja, Grad. Heute Nachmittag. Grad. Genau, dann laufen wir nachher zu dir. Machen das. Aber du nimmst schon mal die Papiere bitte mit und so. Ich hab doch alles da. Ich nehme die Ungarn Sachen mit, dann den Rest habe ich fast alles da. Oder wir kommen zur Mittagspause. Ist egal, können wir auch machen. Wir können ja noch mal reden. Molly! Zeig mal deinen neuen Strampler. Bist du eine Giraffe? Ja! Super! Hat der Papa den Mixer angemacht? Ne? Ja, das kann ich gar nicht erzählen. Oh! Ich glaube, ich habe sie angemacht, die Spülmaschine gestern. So, nach so einem langen Wochenende, seht ihr, sieht es immer aus wie Chaos bei uns. Ich wollte jetzt schon mal eben die Lasagne vorbereiten, die wir heute essen wollen. Dazu mache ich eine Bechamelsoße mit unserer Sahne und brauche Lasagneplatten. Da sind nicht mehr so viele drin. Aber wir haben noch. Dann nehme ich noch die mit Spinat. Und dann mache ich uns die schon mal, dass wir nachher was haben. So, die Maus ist eingeschlafen und ich konnte sie ablegen. Das war gerade so etwas schwieriger. Also heute ist sie etwas anhänglich. Aber es ist ja schon gestern auch gewesen. Und ich wollte jetzt eben ein Brot aufsetzen in unserem Brotbackautomat. Und weil ich mich beeilen wollte, mache ich jetzt einfach so eine Fertigbackmischung, Bauernbrot, da muss ich nicht viel zusammensuchen. Genau. Zack, zack, zack. So, Calvino hat Homeschooling, der hat gerade Deutsch. So, wie stelle ich das jetzt ein? Basic. Und dunkel möchte ich das haben. Genau, dann ist das in 3 Stunden fertig. Und ich mache hier die Spülmaschine. Leg auf, ich will nicht mehr. ja, also ich habe jetzt noch den Rest Sesam reingeschmissen in das Brot von gerade, was ich euch gezeigt habe. Aber der Sesam ist von gestern, wo Bernd Brötchen gebacken hat. Und ich räume hier noch so ein bisschen auf. Ich finde ja immer, wenn die Küche einigermaßen Grund drin hat, also gerade wenn so der Herd sauber ist und so, dann macht das ganze Haus schon einen ganz anderen Eindruck. Jetzt spüle ich das hier weg. Das habe ich schon, aber die Spülmaschine habe ich immer noch nicht ausgeräumt. Ich überlege aber, ob ich nicht erst im HWR, ich zeige euch das, die Wäsche sortieren soll. Weil die Morley ist jetzt von Größe, also 62 passt jetzt nicht mehr. Jetzt ist es 68. Und da habe ich überlegt, schon mal hier die 74 rauszuholen. Das ist 74 und hier auch. Das ist auch 74 alles. Ja, und das halt alles einzuräumen. Boah, ich hab fast die Linse von der Kamera kaputt gemacht. Oh Mann. Ein Chaos, ein Chaos. Genau, dass ich das halt, das benutzen wir dann jetzt. Und hier muss ich aussortieren. Die Hosen, die Bernds Schwester genäht hat, die passen dann jetzt auch endlich richtig. Aber ja, halt ein bisschen aussortieren. Ich glaube, das mache ich jetzt als erstes. Das hat Priorität. So, ich bin immer auf einer Seite traurig, wenn ich die Sachen wegpacken muss, die nicht mehr passen. Aber dann freue ich mich mega auf die schönen Sachen, die ich ausgesucht habe, die dann jetzt endlich passen. Ich habe hier eine Mischung aus H&M. Das hier ist von Family, das war im Angebot. Und Pat Pat, da hatte ich mal bestellt. Vor allem so
die Mega Sommerstrampler. Das muss ich noch bügeln. Ich hatte es nur gewaschen, aber schaut mal, wie süß. Das ist einfach, wenn richtig Sommer ist, einfach nur eine Windel an und dann hier so ein Träger. Kann sie dann auf der Wiese strampeln. Oh, da bin ich so gespannt, wie das aussieht, wenn sie das anhat. Und extra hier mit Knöpfen. Das finde ich immer ganz praktisch dann zum Wickeln. Ne? Wir haben auch ein paar Teile ohne Knöpfe zwischen den Beinen. Das ist dann total nervig. Sowas hat sie heute auch an. So eine Hose, so eine Latzhose. Die ist auch neu. Größe 68. Die muss ich dann immer komplett runterziehen, wenn ich die Windel wechseln möchte oder sie abhalten möchte. Ja. Ja, und umso größer die Sachen werden, umso mehr Platz braucht man auch. Hier passt jetzt schon nicht mehr alles rein. Jetzt habe ich schon Schlafanzüge hier nebengelegt und ich habe hier Schlafanzüge. Die haben einen Fuß. Das mag ich gar nicht. Ich probiere das heute Abend an. Und im schlimmsten Fall würde ich die Füße abschneiden und das so ein bisschen umnähen einfach, damit sie ja Beinfreiheit hat. Und jetzt habe ich hier auch noch Langarm-Bodies in einer Extra-Kiste. Genau. Das ist jetzt, ja, minimalistische Babyausstattung, wie ich finde. Zwei Strumpfhosen kriegt sie eh ganz, ganz selten. So, also es ist jetzt wirklich schwierig hier zu vloggen. Entweder muss ich die Kleine stillen oder Fernsehen läuft, den der Calvino jetzt leise macht, genau. Ich muss irgendwas dringend im Haushalt machen, so wie die Lasagne. Die ist jetzt auch schon da drin. Da, die brutzelt schon. Oh, jetzt seht ihr nichts. Oder, keine Ahnung, irgendwas ist immer, ne? Und ja, deswegen habe ich jetzt bis jetzt noch nicht viel gevloggt. Aber ich wollte noch was sagen. Ich habe gestern in dem Vlog erzählt, dass sich jemand beschwert hat, dass ich immer im Stilltop rumlaufe, ne? Und dass das ja aussah, dass die dachte, das ist ein BH, aber das ist es ja gar nicht. Es ist ja ein Stilltop. Aber ich wollte auch noch dazu sagen, dass ich halt rumlaufe, so wie ich rumlaufe. Manchmal bin ich nicht geschminkt, sehr oft sogar. Manchmal, was weiß ich, laufe ich hier im Schlübbi rum. Ich habe das Video von gestern gerade geschnitten. Da habe ich mir die Haare gefärbt und das habe ich im Stilltop und im Schlübbi gemacht. Und dann hat man halt zweimal ganz kurz gesehen, dass ich ein Schlübbi anhabe. Ne? Ich habe es halt so drin gelassen. Weil ich bin hier zu Hause und ich lade euch hier in unser Haus ein. Ihr seht den Bernd manchmal im Boxershorts rumlaufen oder ich achte schon darauf, dass halt der Staubsaugerroboter nicht läuft, weil der enorm laut ist oder nicht so oft läuft, weil der sehr laut ist und stört in den Videos. Dass die Spülmaschine nicht läuft in den Videos, weil die auch manchmal so brummt und laut ist. Aber wir leben halt auch hier und ich zeige euch unser Leben und ja, wir laufen halt mal in Schlübbi rum oder in Stilltop. Hauptsächlich laufe ich in Stilltop rum und manchmal laufen auch die Geräte. Wenn ich jetzt auf alles immer achte, das ausmachen, ich muss mich eben stylen, ich muss mir eben eine Jacke drüber ziehen, dann ist das auch gar nicht mehr authentisch, finde ich. Also, ja, also entweder gefällt euch das oder nicht. Oder, also entweder schaut ihr das so oder nicht, aber ich kann nicht hier unseren ganzen Alltag darauf ausrichten, dass es so niemanden stört. Wir sind so, wie wir sind und so bleiben wir. So, genau. Und deswegen habe ich jetzt immer noch nicht die Spülmaschine ausgeräumt, obwohl ich das jetzt schon dreimal machen wollte. Ich war gerade mit Smurfy und Livia draußen. Es war wunderschönes Wetter. Und da hat sie sich alles angeschaut, ganz lieb. Also es ist nicht so, dass sie hier wie am Spieß schreit. Aber die ist halt, ja, die will am liebsten bei Mama sein, ne? Und jetzt schläft sie gerade. Und deswegen mache ich das jetzt mal eben, weil in einer halben Stunde kommt der Bernd und dann würden wir gerne Mittag essen. Ach, das habe ich auch noch nicht erzählt. Heute Morgen hatten wir ja gesagt, dass wir dann zum Laden gehen mittags und da Mittag essen. Das geht gar nicht, weil wir hatten vergessen, dass ja Schule ist bis 15 Uhr. Deswegen kommt der Bernd jetzt hier hin. Wir essen hier Mittag und gehen dann nachher zum Laden am Nachmittag, um das für Ungarn zu erledigen. So, jetzt aber. Und dann? Bei uns gibt es jetzt Mittagessen. Das ist die Lasagne. Wichtig ist, die 10 Minuten oder Viertelstunde stehen zu lassen nach dem Backen. Dann kann man auch schöne Stückchen abtrennen und einen Rest Bohnensalat. Und das Schnäuzchen verbrennt nicht so hart. Ja, genau, das stimmt. Du auch was, Mann? Mit ihrer Latzhose. Hallo. Hallo, Papa. Die Kamera ist da, musst du dich konzentrieren, um gut auszusehen. Oh! Was war das? Oh! Was war das? Oh!
wollte euch was zeigen. Ich bin gerade vom Teiter wiedergekommen. Das wollte ich euch aber nicht zeigen, auch wenn es süß ist. Und zwar sind die Dinger gekommen, die hier für Molly. Diese, was ich bei Amazon bestellt habe, was ihr mir empfohlen habt, so Tücher. Ich werde euch die unten mal verlinken. Die sind vorne mit Frotte. Also wir haben eine Frotte. Ach, Frotte, sag ich schon. Entschuldigung. Mit Baumwolle sind die von vorne. Und hinten sind die aber so Polyester oder ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall sind die dann extra so, dass wenn die so viel sabbern wie die Morley im Moment, dass das nicht durchgeht, also auf die Kleidung. Und ja, das fand ich ganz praktisch. Da hat sie jetzt 8 Stück. Die sind ja schnell gewaschen. 30 Grad kann ich die waschen. Und eins hat sie von Bernds Schwester auch bekommen. Das hat die genäht. Und genau, dann haben wir jetzt halt 9 Stück im Wechsel. Wunderbar. Ich muss sie erst alle waschen. Ich wollte gerade sagen, eins packe ich jetzt ein, weil wir ja jetzt gleich zum Bernd in den Laden gehen. Die Auswandern Ungarn Sachen erledigen. Der hat jetzt zwar hier Mittagspause, hat die Papiere alle mitgenommen und sorry. Oh, jetzt laufe ich gleich mit Calvino dahin. Genau, deswegen bin ich beim HWR. Calvino hat nämlich jetzt noch Unterricht. Der hat noch bis 15 Uhr, glaube ich. Echt einen langen Tag. Und dann kommt er auch mit. Ne? Essen wir Käsekuchen bei Bernd auf Arbeit und erledigen das alles. Dann, ich nehme die Kamera mit, filme aber nicht hier für den Vlog, sondern für das Videotagebuch für Ungarn. Da könnt ihr das dann sehen und melde mich dann hier erst wieder, wenn ich wieder zu Hause bin. Mann, ey, das immer mit dem Bücken dann. Ich wechsle sie so ungern auf. Merkt sie auch sofort, ne, wenn sie jetzt mit den Füßen so bei mir an die Beine kommt oder so. Merkt sie das. Ach, das muss ich zumachen. Habe ich vergessen. Ja, das falte ich später zusammen. Genau, das nehme ich mit für die Molly. Und das kommt nachher im Müll. So, ich wollte jetzt eben hier unsere Tasche packen. Das ist immer meine Unterwegsbeutel. Dann nehme ich nicht die ganze Wickeltasche mit. Ich habe einmal das hier von Müller. Das hattet ihr letztens, habe ich euch das gezeigt, dass wir das geschenkt bekommen haben. Da sind dann halt 2 Windeln drin. Das brauche ich auch nicht mitschleppen. Das ist nur unnützer Ballast. Einmal Feuchttücher und 2 Windeln. Unterwegs nehmen wir immer Feuchttücher und Wegwerfwindeln. So. Dann habe ich hier Kotbeutel drin. Genau. Und für die Morley einmal noch Wechselsachen. Ich habe das hier extra wieder nach vorne gelegt. Das ist Größe 62. Das zieht sie dann zum allerletzten Mal an. Und dann, ja, muss ich es auch aussortieren. Aber das ist so mein Lieblingsoutfit immer gewesen. Das muss ich nochmal anziehen. So. Genau. Das nehme ich jetzt mit. Und wenn sie es nicht anzieht, dann zieht sie das morgen einfach nochmal an. Ein bisschen Salbe auf die Lippen gemacht, weil ich so trockene Lippen habe. Ich weiß auch nicht, habe ich manchmal. Wir sind wieder da, wir haben alles erledigt und ich hoffe, dass das alles so klappt, wie wir uns das jetzt vorstellen. Aber ich schätze mal, das wird noch langwieriger sein. Aber egal. Ich hatte ja heute Morgen ein Brot gebacken und jetzt mache ich noch ein Toastbrot. Ich mache mal 2 und die Hälfte friere ich dann ein. Oh, wir haben auch noch voll den Nudelsalat, da sehe ich gerade. Den können wir gleich zum Abendbrot essen. Die Lasagne ist im Kühlschrank, die gibt es dann die Tage noch. Und genau, ich setze jetzt Toastbrot auf. Und die Molly ist so nah alles, ne? Ja, Molly ist auch da. Guck mal, wie sie schon spielen kann, ne? Richtig super. Wie sie das so anfassen kann. Toll machst du das. Ja. Und die Hose, wie die schon passt. Ey, die war so groß. Größe 68. Einfach passt sie schon da rein. Hier so eine Latzhose ist das. Ja, super. Ja gut, ihr Lieben, ich würde den Vlog jetzt hier beenden. Mach noch das Brot und dann mache ich Abendbrot, weil gleich kommt schon der Bernd und dann gibt es Abendessen. Das Murphy ist ganz aufgedreht. Wir sind so viel mit dem spazieren gegangen die letzten Tage. Letzten 4 Tage. So viele Schritte gemacht. Das ist alles gut für dich, ne, Smurfy?
Ja, nimmst du ein bisschen ab? Da ist er. Boah, ich bin hier ganz geschwitzt, weil ich die Kleine getragen habe. Sorry. Ja gut, ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis morgen. Tschüss.